Die Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter. Insgesamt eine Woche hielt die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas an. Am Freitagmorgen um 6 Uhr ist sie offiziell ausgelaufen. Bis zuletzt war ungewiss, ob die Feuerpause verlängert werden würde. Nun hat die israelische Armee nach eigenen Angaben die Kämpfe im Gazastreifen wieder aufgenommen. In Tel Aviv forderte US-Außenminister Antony Blinken die israelische Regierung dazu auf, die Zivilbevölkerung in der Region zu schützen. Israel has the right to do everything it can to ensure that the slaughter Hamas carried out on October 7th can never be repeated. As I've also said since I first came here after October 7th, the way Israel defends itself matters. It's imperative that Israel act in accordance with international humanitarian law and the laws of war, even when confronting a terrorist group that respects neither. Blinken forderte Israel dazu auf, Pläne zum Schutz der Zivilbevölkerung vorzulegen, um die Anzahl weiterer Opfer auf ein Minimum zu reduzieren. In den Plänen sollten sichere Gebiete festgelegt und die Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur wie von Krankenhäusern, Kraftwerken und Wasserversorgungsanlagen vermieden werden.